And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we have talked to Nicole Collard, and in doing so we received this photo. Nicos Foto von dem Mann, der unserer Meinung nach Plantard umgebracht hat. And we now know that he also has a very obvious, well, scar of the, in the shape of a crescent moon on his face. And we also learned the address of the costume shop that sells, that probably has sold this nose to the killer. Let us leave. A little bit faster, George. Okay, the costume shop is, yeah, La Risée du Monde. Yeah, it looks like a costume shop, all right. Or at least it has a strange inventory. Ganz vorsichtig gebe ich der Pierrot-Puppe einen Stups, aber sie bewegt sich nicht. Gerade als ich die Schaufensterpuppe berühren will, sehe ich, dass ihre Augen dieselbe Farbe haben wie die von Nico. Das Merkwürdige daran ist, dass mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal bewusst war, dass ich die Farbe von Nicos Augen kenne. Could they perhaps be falling in love? Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? The humor in this game is just fantastic. These dialogues are... Okay, you have sold this nose to a killer. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht. Nachdem sie getragen wurde. Danke. Erkennen Sie diesen Mann? Oui, Monsieur. Ich habe ihm Theaterschminke verkauft. Aha. Sind Sie sicher, dass dieser Mann die Theaterschminke gekauft hat? Oui, Monsieur. Is it the same guy? Or is this... Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Ah. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Was dieses... Ich habe Ihnen meine... Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein, Monsieur, nicht. Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Der Mann da, der auf Ihrem Foto, der hat 2 Kostüme ausgeliehen. 2? Ja. Bozo der Clown und Seher muss der Kobold. Wie hieß der Mann? Khan. Aus dem Mittleren Osten, würde ich sagen. Und hatte er eine Narbe im Gesicht? Ja, hatte er. Sah aus wie ein Halbmond. That's our man. Wieso sind Clowns so beliebt? Ich denke, das hat etwas mit ihrer sprunghaften Natur zu tun. Ich persönlich bin eher der Ansicht, dass Clowns verboten werden sollten. Clowns und Pantomimen. Also nun hören Sie mal. Es gibt doch niemanden, der keine Clowns mag. Doch, mich zum Beispiel. Ah. Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. You were very helpful. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Okay.
Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig. Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Non, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. The humor in this game is just fantastic. Okay. That was not very informative at all. Let us leave. We have got everything that we could possibly want. We now have the name of the killer, which means that we can go back to Nicole and call this man, the tailor, and he will hopefully reveal the killer's location. Oh, hi. Hallo, mein hübscher Freund. Oh, no, that would be mean. No. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Wow, was für ein Kerl. Er ist ein Killer. Ah. Das kann ich sehen. Seine Augen sagen alles über ihn. Erkennen Sie den Mann auf... Nein, Herr... Let me shake your hand. Werden Sie meine Hand schütteln? Nein, werde ich nicht. Ich kann in die Zukunft sehen, wissen Sie noch? Ah, I think she can. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Maybe she can look into the future after all. Let us go up to Nicole and make that call. Salut, George. Irgendwas Neues? Ich war beim Kostümverleih. And I found out the name of the killer. Ja, es gefällt mir. Was willst du damit darstellen? Ich habe kein Kostüm gemietet. Das sind meine normalen Klamotten, das weißt du genau. Hast du dich nach dem Clown erkundigt? Ja, er benutzte den Namen Khan. Er lieh zwei Kostüme aus, das des Clowns und das eines Kobolds. Dann sind wir ihm einen Schritt voraus. Wie kommst du darauf? Wahrscheinlich plant er, den nächsten Mord im Koboldkostüm zu begehen. Oh Gott, hoffentlich nicht mich. Ich habe es nicht verdient, durch einen Kobold zu sterben. Sei nicht albern, George, das wird nicht passieren. Oh nein? Nein. Jedes Mal, wenn du einen Kobold siehst, rennst du einfach wie von der Tarantel gestochen davon. No. Okay. Let us call the tailor. Kann ich dein Telefon benutzen? Klar, nur zu. Danke. Hallo? Wer spricht da? Ich bin's wieder, George Stobbart. Was gibt es noch? Well, I have the name of the killer, so tell me his location. Ich habe den Namen des Typs rausgefunden, hinter dem ich her bin. Ach, Gar? Ja, er heißt Khan. Sie wissen, von wem ich rede, nicht wahr? Ja, ich habe den Anzug in sein Hotel geliefert. Ins Hotel Ubu. Ich weiß aber die Zimmernummer nicht mehr. Es war die Treppe hoch, das zweite Zimmer auf der rechten Flurseite. Danke, Todrick, das war schon alles, was ich wissen wollte. Jetzt hab ich dich, du Mistclown. Aha. Endlich kommen wir etwas voran. Kennst du das Hotel Ubu? Das Ubu? Ja, kenne ich. Dort hat der Clown übernachtet. Gute Arbeit, George. Was tust du, damit der Killer-Clown aufgespürt wird? Nachforschungen, George. Ja? Hast du ein Exemplar des Clown-Jahrbuches? Ich habe ein Telefon und jede Menge Kontakte. Oh, nun, hast du etwas Nützliches herausgefunden? Noch nicht. Ich setze gerade meine erste und wichtigste Waffe ein. Was ist das?
Geduld. Davon habe ich schon gehört. Ist das nicht ein Ersatz für klares Denken? That's mean. Hast du noch etwas über die Morde herausgefunden? Nun, vielleicht ist das nicht wichtig, aber beide Opfer haben dieses Jahr Paris besucht. Wann? In der zweiten Juliwoche. Sie waren beide zur selben Zeit hier. Haben sie sich getroffen? Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Neither can I. Oh well. Der Typ im Neuheitenladen hat mir das gegeben. Was ist das? Ein Buzzer. Du legst es in deine Hand und verpasst damit anderen Elektroschocks. Warum? Es ist ein Gag, ein ganz nützlicher Spaß. Wenn du das je an mir ausprobieren solltest, breche ich dir den Arm. Okay, okay, ich habe verstanden. I think she's serious. Bis später. Let's go. Wohin gehst du jetzt? Ich könnte im Hotel Ubo herumlungern. Gib bloß auf Kahn acht, George. Keine Angst, das mache ich schon. Okay, the problem is that the killer may have actually remembered how George looks. So we could recognize him. But I think we have no choice. Let us go to the Hotel Ubu. While George is... Are you limping, George? Get moving. You know what? I'm actually going to save for no particular reason at all. Yep. And by no particular reason at all, I mean that so we can actually die in this game, and here is a place where you can, if memory serves, can in fact die. So let us just try to enter. Ah, no. So they... It's actually... the problem is when you exit this place. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Nichts, Guido. Nada. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Wie bitte? Ich sollte euch bei der Polizei melden. In dieser Gegend sind wir die Polizei. Soll ich ihm die Arme brechen? Nein. Lass ihn los, Flap. These two guys here are the problem that I was talking about. So, yeah, you should be careful, regarding what's in your inventory when you are trying to leave this hotel. Entschuldigung? Ja? Findest du nicht, dass du mir ein paar Erklärungen schuldest? Hä? Ich bin amerikanischer Staatsbürger und ein freundschaftlicher Besucher dieses Landes. Was zum Geist? Du kannst mich doch nicht einfach auf der Straße zusammenschlagen und dann auch noch erwarten, dass du dich anschließend einfach so aus dem Staub machen kannst. Verpiss dich, Blödmann! I think he is not the smart one of the two. Hey, Kleiner! Let me shake your hand. Gibst du mir die Hand? Machst du Witze? Weiß der Geier, wo die schon gewesen ist? I could show him the photo of... Should I show him the photo of the killer? I think not. Vergiss es. And when we'll come back, folks, well, we shall enter the Hotel Ubu and try to find the killer.
So until next time, folks. Until then.